Im Juni 2009 startete Almas Böhm mit den Jugendbotschaftern Sarah Nuru und der Rockband Killerpilze die Aktion Generation ABC 2015. Wir sind heute hier zur Vorstellung des Projektes Generation ABC 2015. Die Buchstaben ABC stehen hierbei symbolisch für die Fähigkeit, schreiben und lesen zu lernen für junge Menschen in Äthiopien. Ich denke, dass noch immer in Äthiopien 40% der Kinder haben keinen Zugang zu schulischer Bildung. Dieses Wissen verpflichtet uns, etwas dagegen zu tun. Jedes Mal, wenn ich so die Bilder sehe, könnte ich anfangen zu weinen, weil ich ganz genau weiß, ich hätte genauso an der Stelle sein können. Und es ist für uns natürlich ganz wichtig, dass wir da auch helfen können. Ziel ist es, gemeinsam mit Jugendlichen aus ganz Deutschland einen kompletten Schulneubau in Äthiopien zu ermöglichen, um tausenden Kindern die Chance auf eine bessere Zukunft zu geben. Die Killerpilze konnten sich schon vor Ort einen eigenen Eindruck verschaffen. Allein sind wir wirklich nicht. Unsere Fans in Deutschland haben gespendet. Und was für eine Begrüßung hier in Äthiopien. Aber leider gibt es in Äthiopien mehrere Millionen Kids, die einfach noch keine Möglichkeit haben, in die Schule zu gehen. Im September 2009 reist auch Sarah Nuru mit Menschen für Menschen nach Äthiopien und besucht die alte heruntergekommene Schule in Degele in der Region Ilubabor im Südwesten des Landes. Wenn man bedenkt, dass man hier zu, das sind 50 Schüler in einem Klassenzimmer, das ist eine fünfte Klasse hier. Vor allem, man sieht kaum was. Also wenn jetzt nicht das Licht von der Kamera da wäre, dann könnte man kaum was sehen. Vor allem, ja, man sieht nur jetzt ein bisschen von hier und es ist krass. Man braucht eine neue Schule und ich hoffe, dass ich was ändern kann. Ich hoffe, dass ich zeigen konnte, dass man was ändern muss. Ich versuche, mit Menschen für Menschen euch zu helfen und was zu verändern und dass ihr die Möglichkeit habt auf eine bessere Bildung. Bei Schulbesuchen berichtet Sarah Jugendlichen in Deutschland von ihren Erlebnissen und motiviert sie, sich für ihre Mitschüler im fernen Äthiopien zu engagieren. Unterstützt wird die Aktion ABC 2015 sogar von der Bundesbildungsministerin. Das, was die Schülerinnen und Schüler in Deutschland tun, das ist eine tolle Initiative, also auch ein Zeichen der Ermutigung. Schüler und Jugendliche aus ganz Deutschland sind dabei. Die Jugendlichen zeigen unglaublich viel Kreativität, Engagement und Ausdauer. In Benefizläufen, Konzerten, Verkaufsaktionen, Veranstaltungen informieren sie über die Bildungssituation in Äthiopien und sammeln Spenden. Ich bin auch so für die Menschen, denen es nicht so gut geht und ich fand es schön, wenn man da helfen kann. Ich finde es auch toll, dass wir da jetzt auch mitgemacht haben und dass wir jetzt den Kindern da auch helfen können. Und wenn es nur ein Euro ist, ich meine, jedes kleine Cent hilft. Ein Riesenerfolg. 68 Gruppen aus ganz Deutschland sammeln über 227.000 Euro für den Bau der Schule in Degele. Und es war schon ein mega Ergebnis. Und jetzt mit der zweiten Aktion sieht man ja auch große Erfolge. Das sind schon Sachen, wo man echt stolz drauf sein kann. Danke. Und es geht weiter. Auch in diesem Schuljahr könnt ihr euch für die Aktion Generation ABC 2015 und für eure Mitschüler in Äthiopien einsetzen. Mehr Infos auf www.ichwillgerechtigkeit.de.